Die Gruppenphase der ESL-Meisterschaften sind vorbei und die finalen vier Teilnehmer in den Disziplinen Counter-Strike Global Offensive, League of Legends, StarCraft 2, Hearthstone und FIFA 16 stehen fest. Die Finalistenriege in FIFA 16 ist stark von Team Acer dominiert. Mit Marvin, Marv Hinz, Erhan, Dr. Erhan Okeyman und Timo, Timok Sieb, konnten sich drei Spieler aus dem Team für das Halbfinale qualifizieren. Allein Benedikt Salzer Salzer nimmt unter den Finalisten eine Sonderrolle ein. Der FIFA-Profi spielt seit Mitte 2015 für das E-Sport-Team des Bundesligisten VfL Wolfsburg. Die Finalspiele sind Salzers zweite Chance auf einen Titel unter der Flagge der Wölfe. Beim Electronic Sports World Cup schaffte er es nicht über die Gruppenphase hinaus. Ein ESLM-Titel kann Salzer aber bereits auf sein Konto verbuchen. In den Frühlingsmeisterschaften hielt er den Pokal in den Händen, damals allerdings noch im Trikot von Meet Your Makers. In den Finalspielen wird er es aber nicht einfach haben. Mit Timox steht der amtierende Meister im Finale und er wird die Titelverteidigung fest im Auge haben. Während in FIFA Timox um die Titelverteidigung spielen wird, konnte sich der amtierende Hearthstone-Meister Minaticox keinen Platz unter den Finalisten sichern. Stattdessen schafften die Profis Blood Brother, Borst, Igor und PSG Denim Blue 7 den Sprung ins Finale. Alle vier Teilnehmer gelten als ebenbürtig und es ist schwer, einen Favoriten unter den Vieren auszumachen. Anders sieht das bei StarCraft 2 aus. Die Erfolgsspieler Gabriel Hero Marine Segard und Julian Lambo Brosig schritten souverän durch die Gruppenphase und sicherten sich die Finalplätze in ihrer Gruppe. Im direkten Vergleich musste sich Lambo zwar geschlagen geben, konnte sich aber über die Lower Bracket ins Finale spielen. Während der Gruppenphase in League of Legends zeigten sich Pentasports von ihrer starken Seite. Ohne eine Niederlage spielten sie sich durch die Qualifikationsphase und holten sich in Gruppe B zusammen mit den Dynamite Ducks einen Startplatz für das Finale. In Gruppe A besiegten die Mysterious Monkeys ihre Gegner ebenfalls ohne Niederlage. Das österreichische Team TTD eSports konnte sich ebenfalls qualifizieren. Zusätzlich zu ihrem League of Legends Roster konnte sich das Counter-Strike Global Offensive Werksteam von Pentasports einen Finalplatz sichern. Der aktuelle und gleichzeitig auch Rekordtitelträger Mousesports hat es in dieser Wintersaison nicht ins Finale geschafft. Stattdessen sicherten sich die Spieler von Planet Key Dynamics, Blue Jays und Killerfish eSports ihren Platz im Halbfinale. Am 5. Dezember starten die Finalspiele im nordrhein-westfälischen Krefeld mit den Begegnungen in CSGO und Hearthstone. Am Sonntag, dem 6. Dezember, folgen die entscheidenden Matches in League of Legends, StarCraft 2 und FIFA 16. An dem Wochenende wird sich entscheiden, wer den letzten großen ESL-Titel in 2015 nach Hause holen wird.